Geht jetzt etwa alles ganz schnell? Eigentlich wollte Amira Pocher, 31, ihr neues Glück ganz privat genießen. Doch plötzlich tauchten Fotos von ihr und Moderator Christian Düren, 33, auf, beim Kuscheln und Knutschen in Südafrika. Seither gibt es rund um Amira nur noch ein Thema: Ist das die neue große Liebe? Der Mann, der ihren Ex Oliver Pocher, 45, endgültig ersetzt? In ihrem Podcast Liebesleben legte Amira im Gespräch mit Bruder Hima, 33, jetzt die Karten auf den Tisch. Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen. Und weiter, so lange geht's noch nicht, aber man hat sehr schnell gemerkt, dass man sich sehr gut findet. Dass sie beim Turteln fotografiert wurden, bedauert Amira, da sind suboptimale Bilder entstanden. Denn die Schnappschüsse treffen noch Ehemann Oliver Pocher offensichtlich voll auf die 12. Auf Instagram und in seinen Der Liebes-Kasper-Shows wettert Pocher ungehemmt gegen Christian. Amira zeigt Verständnis, es ist für andere Beteiligte nicht schön, so etwas zu sehen, ich bin nicht stolz drauf. Und sie verspricht, wir achten in Zukunft darauf, dass so etwas nicht nochmal passiert. Dabei dürfte der heftigste Knall erst noch kommen, denn Amira packte noch über ein besonders heikles Thema aus, ihren Kinderwunsch. Die Österreicherin träumt nach ihren beiden Söhnen mit Olli noch von einem weiteren Baby, eins noch. Nur eins. So eine süße kleine Amira wäre schon cool. Autsch. Diese Aussage dürfte für Olli ein krasser Schock sein. Erst recht, weil er selbst gern weiteren Nachwuchs mit Amira gehabt hätte, Olli redet schon vom dritten Kind, verriet die Moderatorin schon vor 3 Jahren der Bild. Damals war Amira von dieser Idee wohl nicht sehr überzeugt, jetzt dafür umso mehr. Nur, dass Oliver Pocher als Papa diesmal ausscheidet,